Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde vom Pokémon-Schild hier im Schlummerwald. Beim letzten Mal haben wir unser allererstes Pokémon erhalten. Ein weibliches Memion. Und jetzt müssen wir erstmal in das verschwunden gegangene... Hallo? Wolli retten. Du bist kein Wolli, du bist ein Raphael. Und das ist mein Memion. Tja, ich würde sagen, wenn wir schon mal hier sind, kommen wir jetzt... Wie klein die Pokémon sind, dass sie sich in diesem Blitzscreen gerade kaum fast gar nicht zu sehen waren. Autsch. Ich gebe dir einen Klaps. Hat sich voll gelohnt. Wo kann es sein? Suche doch nur Wolli, Wolli, Wolli. Bist du ein Wolli? Ein Mikro. Buja. Ratzfatz, da war's weg. Lohnt sich voll. Wolli! Hast du es auch geben gehört? War das ein Pokémon-Ruf? Du bist kein Wolli. Du bist ein Raffel. Ein Raffelwaffel. Egal, du kriegst auch eine Aquaknarre ins Gesicht. Einfach! Pfiou! Ich spuck dir ins Gesicht und blende dich. Wenigstens geben die jetzt ein bisschen mehr EP. Wolli? Beeilung, Sefi. Ich mache mir riesige Sorgen um Wolli. Na toll, jetzt ist der auch noch weg. Hallo? Hallo? Wolli? Dieser Nebel gefällt mir gar nicht. Man könnte fast meinen, der Wald will uns hier rausekeln. Aber wir suchen doch nur noch Wolli. Du bist nicht Wolli. Definitiv nicht. Was ist das? Nicht Wolli. Hi. Ein unbekanntes Pokémon erscheint. Los, mach mir platt. Kann ich flüchten? Aus unerklärlichen Gründen kannst... Was kann mich denn bitte an der Flucht hindern? Was? Das geheimnisvolle Pokémon beachtet eingehen. Was zum... Die Attacke war völlig wirkungslos. Tu uns nicht weh! Uff, jetzt kann ich gar nichts mehr sehen. Alles in Ordnung bei dir, Sefi? Kriegst du irgendeinen Klaps auf den Popo? Oder auch nicht? Ich sehe überhaupt nichts. Uah! War das ein Traum? Hopp, Sefi. Delion, wie hast du es gefunden? Ich meine, du verläufst dich doch sonst bei jeder Gelegenheit. Das ist nicht witzig. Ihr könnt vom Glück reden, dass ich euch gefunden habe. Ihr seid ewig nicht aufgetaucht. Da musste ich euch einfach suchen gehen. Ich habe mir wahnsinnige Sorgen gemacht. Da fällt mir ein,
Was ist eigentlich mit Wolli? Es hatte sich im Wald verlaufen und wir wollten es retten. Deswegen sind wir überhaupt hier. Dem geht's gut, wie ihr seht. Aber als ich hier ankam, wart ihr alle bewusstlos. Hört mal. Auch wenn das Ganze eine Rettungsaktion war, ihr wisst, dass ihr den Wald nicht betreten dürft. Einfach loszustürmen, ohne mir Bescheid zu sagen, war verantwortungslos und gefährlich. Aber gleichzeitig habt ihr auch eine Menge Mut bewiesen. Das muss ich euch lassen. Ja, zum Glück ging alles nochmal gut. Es lag nicht an dir. Dieser wahnsinnige Nebel war ja doch harmlos. Aber der Kampf gegen dieses abgefahrene Pokémon hätte auch anders ausgehen können. Naja, Ende gut, alles gut. Moment mal, welches abgefahrene Pokémon? Das hättest du mal sehen sollen, Delion. Es hatte eine unglaubliche Ausstrahlung. Unsere Attacken hatten gar keine Wirkung. Es war, als würde alles durch es durchgehen. Die Attacken sind durch es durchgegangen? Im Schlummerwald soll es tatsächlich ein merkwürdiges Pokémon geben. Aber habt ihr es wirklich gesehen oder war es nur eine Illusion? Ich hoffe, dieses Erlebnis hat euch in euch den Wunsch geweckt, stärker zu werden. Vielleicht schafft ihr es eines Tages, das Geheimnis des Waldes zu lüften. Aber jetzt sollten wir wieder umkehren. Keine Sorge, ich werde dafür sorgen, dass ihr jetzt sicher wieder rauskommt. Dillion hat uns zwar eine kleine Standpauke gehalten, aber dieses Abenteuer war es absolut wert. Es wird ein weiteres spannendes Kapitel in der Legende von Hopp. Bevor wir nach Brassbury gehen, solltest du aber noch deiner Mutter Bescheid sagen. Nicht, dass du zu Hause noch Ärger bekommst. Eine Standpauke pro Tag reicht dicke. Na, wenigstens haben wir es überlebt. Guten Tag, Mami. Ich habe ein Pokémon. Mami. Hat sich kein Zentimeter bewegt. Oh, das ist ja mein süßes Memeon. Ihr wollt nach Brassbury, um euch ein Pokédex zu besorgen, nicht wahr? Delion hat mir schon davon erzählt. Hier, ein kleines Taschengeld für meine große Tochter. Kauf dir davon im Pokémon Center ein paar Tränke und was du sonst noch so brauchst. Kümmere dich gut um dein Memeon. Vergiss nie, wie sehr es sich für dich anstrengt. Verlange ihm nicht zu viel ab. Und du, Memeon, passt mir ja gut auf meine Sefi auf, ja? Du weißt ja, wenn irgendetwas ist, kannst du dich immer zu Hause ausruhen. Hallo Knosplies. War nett mit euch. Aber jetzt wird es Zeit, Flügge zu werden und in die große, weite Welt der aufploppenden Pokémon zu ziehen. Das wird ein Spaß. Nicht du schon wieder. Hey, okay, es geht los. Das ist der erste Schritt auf meinem Weg zum Titel des Champs. Ich werde im hohen Gras ein bisschen mit meinem Hoplo trainieren. Wir treffen uns dann im Pokémon-Labor, ja? Das ist das Gebäude mit dem violetten Dach und dem rot-weißen Ball da vorne drauf. Das ist für mich eher rot. Na, wie auch immer. Ja, ich glaube nicht, dass die uns durchlassen. Yay, ein Trank! Wir können leider noch keine Pokémon fangen. Zwei Paraheiler! Also ich finde diesen Fuchs ganz interessant und ich finde diesen Vogel ganz interessant. Aber erstmal brauchen wir Pokebälle, denn mit Sicherheit haben wir noch keins. Ach ja, Geheimgeschenke. Geheimgeschenk erhalten. Es müsste eigentlich eins geben. Per Internetempfang bitte. Falls wir das schon kriegen können. Naja, ich meine, wenn die Obst da ist, dann können wir es bestimmt schon kriegen. Moment. Das ist schön. Yay! Suche nach Geschenk. Ein Mauzi, geil. Per Internet gab es... Also ich weiß, dass es noch ein Evoli oder Pikachu gab. Aber ich glaube, das gibt es noch nicht. Oder gibt es anders? Dann haben wir schon mal das Mauzi. Das ist nämlich ein ganz besonderes Mauzi. Das ist nämlich das einzige Mauzi, was man kriegen kann, dass ihr Giga Dynamaxen kann. Und es ist... still.
Das ist genau die Fähigkeit, die man für ein Mauzi haben will. Aber immerhin können wir dieses Mauzi ausnutzen, weil es wieder Mitnahme hat. Das ist für den Anfang schon mal ziemlich geil, weil Mitnahme es ermöglicht, dass dass das Mauzi ab und an ein Item aussammelt. Das ist schon mal nicht schlecht für den Anfang. Das ist eigentlich Sturzbruch, war ja klar. Was hat Klaps eigentlich für einen Angriff? 40. Also es ist quasi Fund, alles klar. Man hat den Fund in Klaps umbenannt. Gut. Muss ich wissen, ist wichtig. Guck mal, da ist ein Glurak. Der Champ ist hier. Gut. Hi. Du hast hergefunden. Gut gemacht. Als ich zum ersten Mal nach Brassberry musste, habe ich mich erstmal gründlich verlaufen. Ich hab's nicht so mit der Orientierung. Wenn man ein bisschen mit Pokémon unterwegs ist, sieht man gleich ein bisschen mehr von der Welt, was? Ohne Glurak würde ich mich nie und nimmer zurechtfinden. Danke fürs Herumlutzen, Partner. Aber genug gequatscht. Komm, wir gehen rein. Guten Tag, ich hätte gern Pokédex und Pokébälle, wenn es geht. Ich kaufe mir die sonst aber auch gerne. Unglaublich, wie viele interessante Bücher Professor Magnolica zusammengetragen hat. Nicht, dass ich etwas anderes von ihr erwartet hätte. Fall! Leon, was führt dich diesmal hierher? Willst du wieder von mir wissen, was das allerbeste Pokémon aller Zeiten ist? Oder irgendeinen ähnlichen Unsinn? Ich habe wirklich keine Zeit für sowas. Hallo Voldi, na mein Kleiner. Danke, dass du mich immer sicher an mein Ziel bringst. Dieses Pokémon heißt Voldi. Ich habe dir schon gesagt, dass ich einen fürchterlichen Orientierungssinn habe. Voldi hat mir schon oft aus der Patsche geholfen, wenn ich mich mal wieder verlaufen hatte. Diese junge Dame dort ist sein Trainer. Niemand kocht schneller als sie. Hallo, so stellst du mich vor? Glaubst du, unsere gemeinsame Zeit als Arena-Challenger ist ein Freifahrtschein für blöde Witze? Ach, dabei musste ich ja mindestens genauso oft aus der Patsche helfen wie Voldi. Freut mich jedenfalls, dich kennenzulernen. Ich bin Sanja, die Assistentin der Professorin. Du nimmst mich mal wieder viel zu ernst. Aber weiter im Text. Das ist Sefi, ein frisch gebackener Pokémon-Trainer. Würdest du dir ein paar Tipps mit auf den Weg geben? Ich werde woanders gebraucht. Ciao, mach's gut, auf Wiedersehen, bis nie wieder. Sonst noch irgendwelche Wünsche der Herr. Dieser Typ denkt immer nur an sich selbst. Den Eindruck hatte ich auch. Kein Wunder, dass er sich ständig verläuft, wenn er seinen Kopf immer in den Wolken hängt. Oh ja, du hast auch ein Smart, Rotom. Hey, Rotom. So ein Smart, Rotom ist schon was Tolles. Besonders die Karten- und Navi-Funktion. So sollte sich eigentlich niemand mehr verirren können. Außer Dejo natürlich. Aber jetzt sag mal, wie gut kennst du dich eigentlich schon mit Pokémon aus? Ich bin Profi. Na, sieh mal einer an. Dann bleibt mir nicht mehr viel zu tun, als den Pokédex auf deinem Smart Rotom zu installieren. Du hältst ein Pokédex. Das ging ja flott. Ach ja, der Pokédex ist übrigens ein Geschenk von Professor Magnolica, meiner Großmutter. Könntest du bei ihr vorbeischauen und dir sagen, dass ich dir den Pokédex installiert habe? Sie sollte sich gerade in ihrem Haus ganz am Ende von Route 2 aufhalten. Pokebälle? Dejon hat sich zu einem hervorragenden Champ gemausert, während ich mich mit meiner Arbeit als selbsternannte Assistentin zufrieden geben muss. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Oh, Entschuldigung. Liegt hier noch ein Item? Irgendwas Wichtiges? Das sieht kompliziert aus. Das sieht aus wie schwankende Messdaten, die von einem Radar erfasst werden. Diese Tafel ist von oben bis unten mit Notizen vollgekrickelt. Na, eigentlich ist ein großes Bild von Glurak. Ach, das ist der Dynamax-Form. Da unten sieht man den Menschen, da sieht man das normale Glurak, was ja eigentlich auch schon nicht stimmt, und dann das Riesenglurak. Aber wenigstens sieht man da mal den Maßstab, das ist echt unglaublich. Oh, das ist hübsch. Diese Pflanzen werden offensichtlich mit viel Sorgfalt gepflegt. Sie gedeihen prächtig, na, was ihr nicht sagt. Entschuldigung, aus dem Weg, bitte. Hallo, junger Pokémon-Trainer. Tut mir leid, dass ich dich einfach aufhalte. Du warst doch gerade beim Pokémon-Labor, oder? Dann hast du bestimmt auch einen Pokédex bekommen.
Ich kann einfach nicht anders, als neue Trainer anzusprechen und ihnen etwas unter die Arme zu greifen. Hier für dich! Yay! Ich wollte Trank haben. Ich meine, eine Pokebälle. Das ist ein Trank! Was du nicht sagst. Setz ihn ein, wenn eins deiner Pokémon Kraftpunkte oder kurz KP verloren hat. Tränke kannst du übrigens auch in Kämpfen einsetzen. Wissen ist Macht. Wer sich informiert, hat schon halb gewonnen. Sprich daher immer so viele Leute an, wie du nur kannst. Und lies genau, was auf Schildern steht. Ich dachte, ich krieg Pokebälle von dir. Gehe ich eben ins Pokémon Center. Sanya hat den Pokédex auf seinen Smart Rotom installiert, stimmt's? Ja, dann geht's richtig los. Such dir ein paar richtig starke Pokémon für dein Team. Ab jetzt werden wir bestimmt immer öfter in Kämpfe geraten. Schließlich wimmelt es da draußen nur so von wilden Pokémon und übereifrigen Trainern. Wenn dein Team erschöpft ist, dann such schnellstmöglich sein Pokémon Center auf. Alle Pokémon Center sehen gleich aus. Du kannst sie also gar nicht verfehlen. Komm, werf mir mal einen Blick hinein. Mir nach, Sefi. Kriege ich jetzt Bälle? Oh, hübsch ist das hier. Ist das dein erster Besuch in einem Pokémon Center, Sefi? Ich kenne mich hier schon aus, glaube ich. Aber erzähl's mir trotzdem mal. In Ordnung, dann pass mal auf. Siehst du die Dame da hinterm Tresen? Du meinst, die hinterm Tresen eingesperrt ist? Wenn du sie nett fragst, macht sie all deine Pokémon wieder fit. An solchen Computern kannst du Pokémon abgeben, die du gefangen hast. Man kann nämlich immer nur 6 Pokémon gleichzeitig mit sich rumtragen. Gut, dass ich mich hier im Pokémon-Supermarkt mit Tränken eingedeckt habe. Das hat mir neulich echt den Hals gerettet. Wenn ihr echte Pokémon-Trainer werden wollt, müsst ihr auf jeden Fall Tränke mitnehmen. Gute Idee, danke. Wow, Captain Obvious strikes back. Sefi, ich gehe schon mal zur Route 2. Komm einfach nach, sobald du hier fertig bist. Ich möchte doch nur Bälle. Also, nur damit ich das richtig verstehe, ne? Unsere Mutter hat uns erstmal 30.000 mitgegeben. Nur für den Fall der Fälle, ne? Dann kann man hier Beleber kaufen. Man kann aber noch keine Pokebälle kriegen. Das heißt, wenn man sich jetzt nicht gerade das Mauzi geholt hat, hat man zu diesem Zeitpunkt nur ein einziges Pokémon. Und wenn das besiegt ist, ist mein Game over. Also frage ich mich, was man hier schon mit belebern will. Ich will doch nur Bälle. Was machst du? Ich bin ein Ansprecher in Sachen Pokémon. Was darf sein? Oh, das ist der Attackenbewerter, Attackenerinnerer, Vergesser, Spitznamengeber. Wie praktisch. Das ist doch mal praktisch. Krieg ich jetzt meine Bälle. Sag mal, Sefi, für einen echten Trainer ist die Arena-Challenge doch eigentlich ein Muss, oder? Na, eigentlich sind für einen Trainer Pokébälle ein Muss. Die Arena-Challenge? Du weißt nicht, was die Arena-Challenge ist? Na, das ist dieser riesige Wettbewerb, der immer im Jahr stattfindet. Der Gewinner hat gute Chancen, am Ende gegen den Champ antreten zu dürfen. Um sich für die Teilnahme zu qualifizieren, braucht man allerdings einen Empfehlungsbrief. Dejon könnte mir jederzeit einen ausstellen, aber er stellt sich quer. Deshalb will ich jetzt die Professorin um Rat fragen. Du wirst doch auch an der Arena-Challenge teilnehmen, oder? Dann können wir beide uns beide gegenseitig anspornen, wie echte Rivalen. Die Professorin wohnt am Ende von Route 2. Vergiss nicht, unterwegs ordentlich zu trainieren. Ich will Bälle, Mann! Ich meine, ich habe einen Pokédex! Mauzi, du bist meine einzige Hoffnung. Du musst Pokebälle finden. Scheinbar werden die in Galar nicht hergestellt. Oh, das Wasser sieht seltsam aus. Hey, Sefi, kriege ich jetzt meine Bälle? Sag mal, weißt du überhaupt schon, wie man Pokémon fängt? Falls nicht, erkläre ich's dir. Hi, kriege ich Bälle? Falls nicht, erkläre ich's dir. Wer ein Pokédex füllen will, sollte schließlich auch wissen, wie man Pokémon fängt. Dejon? Jedes Pokémon gehört einem oder zwei Typen an. Und jeder Typ hat Stärken und Schwächen. Deshalb ist es sehr wichtig, dass du dir ein Team von Pokémon zusammenstellst, die ihre Stärken und Schwächen gegenseitig ausgleichen können. Aber genug der trockenen Worte. Ich bin schon ganz heiß darauf, dir zu zeigen, wie man Pokémon in der Praxis fängt. Ist Champ Time! Aber ich weiß doch, wie das geht! Und hier sehen wir noch einmal, wie man Pokémon fängt. Schaut her, so fängt ein Champ ein neues Pokémon. Mit einem Pokémon auf Level 10 und du schimpfst dich Champ? Junge, du musst den vorher vorschwächen.
wollte gerade sagen, muss ich dir jetzt erklären, wie man Pokémon fängt? Du hast es echt sowas von drauf, Delion. Der Typ hat ein Pokémon auf ein geskriptetes Pokémon geworfen. Hier habt ihr ein paar Pokébälle. Versprecht mir, dass ihr fleißig Pokémon fangt. Hier in der Gegend kommen einem die Pokémon praktisch in die Arme gelaufen. Es ist fast so, als suchen sie alle einen neuen Trainer. Ah, 20 Pokébälle. Nice. Wenn ihr ein Pokémon fangt, bekommt euer Team übrigens auch Erfahrungspunkte. Stellt euch allen Trainern, die ihr unterwegs trefft, um eure Teams zu trainieren. Als Champ bin ich schon sehr gespannt, welche Pokémon ihr euch aussuchen werdet. Wart's nur ab! Ich werde in 0, nicht das allerbeste Team der Welt beisammen haben. Die Professorin wird den Mund verstauen, gar nicht mehr zukriegen. Das hätte ich gerne. Ein Kleptifuchs. Oh, auf Level 7 schon. Da müssen wir uns aber ranhalten. Au. Ich finde das irgendwie witzig, der sieht aus wie einer vom Typ Feuerwehr, aber ich glaube, der ist vom Typ Unlicht tatsächlich. Autsch. So, wenn das jetzt nicht weit genug vorgeschwächt ist, weiß ich auch nicht. Wie sie sich freut, wenn sie den Ball wirft, das ist richtig cool. Geht doch. Wir haben einen Kleptifuchs gefangen. Yay! Wow, clever Griff. Mit dem kleinen Schweif? Kleptifuchs, das Fuchs-Pokémon. Es ist sehr vorsichtig und gerissen. Nachdem es Futter stibitzt hat, macht es sich davon und verwischt dabei seine Spuren mit dem Schweif. Interessant. Welches Wesen hast du, mein kleines süßes Kleptifuchs? Es ist zart. Ein sehr zartes Pokémon, ja? Irgendwie ist das hier die Unlicht-Dingsens, oder? Das Unlichtgras. Ein wildes Zickzacks in der Galar-Form. Ist auf Level 6. Autsch. Naja, ich schätze, das kommt auch mit einem Wurf drin. So. Nice. Zickzacks, das Kleindachs-Pokémon. Es hinterlässt überall ein riesiges Chaos, in dem es sich im Zickzack bewegt. Hierbei handelt es sich offenbar um die älteste Form von Zickzacks. Oh, echt? Interessant. So, was kann es denn? Mitnahme. Oh, wie schön. Es ist froh, wie ein Fisch im H2O. Das ist für Zickzacks eigentlich gar nicht mal so schlecht. Zumindest für die normale Form. Wie es jetzt mit der Galar-Form aussieht? Keine Ahnung. Vielleicht entpuppt sie sich auch als spezieller Angreifer. Ich gehe mal zurück ins Pokémon-Center, ne? So dolle geht's. Wie läuft die denn die Treppen hoch? Das sieht ein bisschen dezent seltsam aus. Aber ich mag's. Wie gesagt, dass die Grafik so schön 3D-mäßig ist. Also, dass wir wirklich Hintergrund haben. Und wir nicht mehr die Kamera so schräg von oben haben. So, Dankeschön. So, ich will nochmal auf die erste Route zurück. Ich will diesen kleinen Piepmatz haben. Oh Gott, das kann ich überhaupt nicht lesen. Ah ja, das Gras war ja hier. Obwohl, die wollen wir nicht. Ein Mekro.
auch schon auf Level 6. Es ist Pieks ein. Nein, nicht Pieks. Autsch. Ist das etwa Schnabel? Haben die es etwa gewagt, Attackennamen neu zu übersetzen? So. Yay, Level 9. Level 6 für Mauzi. Makro, das kleine Vogel-Pokémon, mit seinem kleinen Körper kann es flink fliegen und somit von trickreichen Taktiken größere Gegner überlisten. Ja, klein ist es wirklich, das ist wahr. So, wir haben unser Team jetzt voll, ne? Was kannst du denn? Adlerauge. Du bist mutig. Oh, zur Überheblichkeit. Mhm. Der Anwender strahlt mit seiner Stärke und greift das Ziel an. Dieser Angriff ist umso stärker, je weiter die Statuswerte ist an. Ja, Pixar ist mal Schnabel gewesen. Also, beziehungsweise Schnabel ist jetzt Pixar. Das ist noch eins. Hallo, ich will doch nur. Dankeschön. Los, das hat Anspannung. Interessant. Oh, so, Level 3. Ich hoffe, das besiegen wir jetzt nicht. Ups. War ich nicht. Ich hab hier vorhin noch eins gehört. Ich hab dich gehört. Ich hab dich gehört, Junge. Oder Mädchen. Je nachdem, was du bist. Ein Mädchen. Autsch. So. Fertig. Gefangen. Sehr schön. So, kann ich mir den Status davon angucken? Nein, ich möchte keinen Spitznamen geben. Achso, ich kann nicht zählen, offensichtlich. Was hat's denn? Hart. Ich glaube, ich benehme das. Das gefällt mir doch viel besser. Wenn das scheint, ich denke mal, sowieso mehr physisch zu sein. Die meisten Vogel-Pokémon sind eher physisch. Bin ich damit Pech gehabt. So, dann gehen wir nochmal kurz heilen. Guten Tag. Die Glurak-Pose. Wenn ich die gleiche Pose wie der Champ einnehme, fühle ich mich gleich direkt stärker. Ich habe dir ja am Bahnhof gesehen. Selbst von Weiden strahlt er stärker aus. Wie schön, dass man in die Gebäude jetzt einfach reingehen kann. Alle Züge verspäten sich aufgrund von unausplanmäßigen Wartungsarbeiten. Fährt die Bahn hier? Ich kann mich hinsetzen. Einfach vertauscht uns, wie sich die Landschaft stetig verändert, wenn man aus dem Zugfenster sieht. Willkommen beim Pokémon Supermarkt. Was möchtest du tun? Ach, hier kann man jetzt Pokémon. Ich sag nichts mehr. Ich sag nichts mehr. Ich weiß noch, was auf dem Schild stand, dass es hier mal gab. Nach rechts geht's zum Pokémon-Labor, auf der anderen Seite liegt der Bahnhof. Ach ja, das war ein schönes Schild. War scheint das Wort der Stunde zu sein. Das große Gebäude gleich nebenan ist das Pokémon-Labor. Oder suchst du Professor Magnolika? Die findest du in ihrem Haus, ganz nah von Route 2. Ich suche eigentlich nach Leuten, die mir Items schenken. Ich meine, wir haben uns hier ja auch noch gar nicht umgeguckt. Aber ich glaube, erstmal gehen wir uns heilen. Wir müssen die Folge langsam enden. Kann man eigentlich schon tauschen? Die Frage stellt sich jedoch vielmehr, wie tauscht man? Wie tauscht man?
So, hallo Rotom. PC-Boxen bitte. Du kannst deine Pokémon in den PC-Boxen in der verschiedenen Pokémon-Centern aufbewahren. Besuche ein beliebiges Pokémon-Center, um Pokémon aus deiner Box zu holen. Das wollten wir ablegen, ne? So. So, was haben wir hier noch? Dann würde ich mal sagen, machen wir jetzt ein kleines Päuschen, dann gucken wir uns beim nächsten Mal hier noch ein bisschen um. Und dann geht's auf Route 2 zu Professor Magnolika. Ich hoffe, ihr seid auch wieder mit dabei. Also bis zum nächsten Mal. Ich verabschiede mich wie immer mit einem Ciao.